Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal um einen alten Bekannten, und zwar dem No Wall Golf 5 von PJ. Ich habe den gestern auf dem Rückweg von einem Treffen abgeholt mit einem Kumpel, und hier steht er jetzt. Was wir da diesmal dran machen, ist leider notwendig, wie man da vorne schon sehen kann. Die Scheibe ist gerissen, das hat verschiedene Gründe, das erkläre ich gleich mal. Zuallererst fahre ich den Hobel jetzt mal in die Halle, und dann geht's weiter. Wie man jetzt unschwer erkennen kann, hat PJ das Auto fast fertig gebaut. Ist alles soweit drin. Über die Details spreche ich nachher nochmal. Jetzt geht es erstmal um die Windschutzscheibe. Wie es leider zu erwarten war, das hatte ich auch prophezeit, ist halt durch die Schweißung, die ich hier oben gemacht habe, der Kleber porös geworden. Und jetzt hat hier sich die ganze Windschutzscheibe quasi verabschiedet. Das hätte man in gewisser Situation umgehen können, hätte man direkt nach dem Schweißen die ganze Scheibe rausgetrennt und hätte sie neu reingeklebt. Da war die Zeit, glaube ich, nicht dafür da. Aber na gut, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber die Scheibe ist hops. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss jetzt die Schachtleisten abbauen, ich muss vorne die Scheibenwischer abbauen, ich muss die Wasserkastenabdeckung abbauen, damit wir überall rankommen. Ein Kollege kommt gleich mit dem passenden Werkzeug, dann schneiden wir die Scheibe raus, machen alles sauber und kleben eine neue ein. Und zwar auch etwas verstärkt. Halt, wir machen anstatt eine Naht, die serienmäßig drauf ist, machen wir zwei Nähte drauf. Das habe ich bei meinem Auto auch so gemacht. Und wenn wir das gemacht haben, zeige ich einfach mal, was PJ hier alles umgebaut hat, wie es jetzt schlussendlich aussieht. Weil in dem letzten Video hat man ja bloß das Stahlgerippe gesehen. Und wie man sieht, so ein bisschen was ist passiert. PJ ist schon mal beigegangen, hat die Scheibe ein bisschen stabilisiert durch das Panzertape. Das muss ich jetzt allerdings erst abmachen, weil wir oben nochmal komplett nachschneiden müssen. Diese Leisten hier müssen auch ab. Scheibenwischer müssen ab, diese Wasserkastenabdeckung muss ab, dass man das Armatur mal drin lassen kann. Wir müssen halt von innen mit dem Draht hier durch und einmal komplett um die Scheibe drum zu, um die Scheibe rausnehmen zu können. Ich bin hier gerade erstmal bei, das Panzertape wegzunehmen. Und hier kann man sehen, hier lösen sich schon die einzelnen Glasschichten. Ja, also wenn die Klebung nicht mehr hundertprozentig ist und man dann anfängt halt mit der Anlage ein bisschen rumzuspielen, dann muss man sich nicht wundern, wenn das so kaputt geht. Ist jetzt ein bisschen mal Arbeit für mich, weil es halt, weißt du, Glassplitter und so ist nie so ein Spaß, aber nützt ja nichts. Weiter geht's. Scheibenwischer ab, Wasserkastenabdeckung ab, jetzt geht's ans Rausschneiden. Na jetzt wird die Scheibe sich einfach in ihre Bestandteile aufgelöst. Dass man nicht alles unter der Scheibe wiederfindet, da hat wohl jemand an der Lotterie teilgenommen oder sowas. Na gut. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier oben die ganzen Scheibenreste nochmal lösen. Das Hauptproblem scheint tatsächlich so sein, dass die einzelnen Lagen der Scheibe sich gelöst haben und nicht der Scheibenkleber an sich, weil ich meine, so ein Stück Scheibe klebt hier oben noch. Diese Klebereste müssen jetzt komplett weg und dann können wir die neue Scheibe vorbereiten. Mein Kumpel und ich sind jetzt beigegangen, haben hier alles schön sauber gemacht. Da ist jetzt schon Primer drauf. Alles vorbereitet am Auto für die neue Scheibe. Hier muss jetzt auch noch Primer drauf. Dann tragen wir hier den Kleber auf und setzen die vorsichtig ein. Yeah. Höher? Noch höher? Ich habe mich hier schon mit der Gummi bekommen. Ja, weiter. Gut. Das wird jetzt schon schwierig. Ja, easy. Gut.
So, wir haben ein Stündchen weiter. Ja, Scheibe da einfach ordnungsgemäß, so wie sie es gehört, reingeklebt. Was halt sehr wichtig ist bei solchen Geschichten, wenn ihr einer von euch oder sowas das mal selber machen sollte, sind halt die Sauberkeit. Wir haben die alte Klebestelle halt abgeschabt, vernünftig abgeschnitten. Die muss nicht restlos entfernt werden. Das Wichtige dabei ist, dass der Kram halt sauber gemacht wird und anschließend ein Primer drauf gestrichen wird. Genauso an der Scheibe, die haben wir verkehrt rum auf zwei Böcke gelegt, haben die auch vernünftig gereinigt mit Isopropanol, dann ein Primer drauf, eine vernünftige Naht, Kleber drauf. Eigentlich wollten wir mehrere Schichten nehmen, beziehungsweise mehrere Nähte nebeneinander, so wie wir das bei meinem Auto gemacht haben. Das Ding ist halt einfach, dass der Scheibenrahmen vom 5er Golf nicht so breit ist wie der vom 4er Golf. Also kann man nur eine Naht dran machen. Also ist auf jeden Fall eine dicke Naht reingekommen. Wir haben ein bisschen mehr genommen als Serie. Somit ist das Thema Scheibe erstmal abgehakt. Ich habe das Ganze schon mal wieder zusammengebaut. Hier die Wasserkastenabdeckung, Scheibenwischer, alles wieder da. Scheibenwischer vernünftig eingestellt. Die Schachtleisen sind wieder dran. Das Einstellen der Scheibe, da haben wir auch ein bisschen hin und her geschoben oder mussten hin und her schieben. Aber das haben wir auch hinbekommen. Hier das Spaltmaß ist halt wichtig, dass das gleichmäßig ist, sondern halt die Scheibe, dass sie hier in der Mitte sitzt, bei Fahrerbeifahrerseite. Wenn wir uns das Ganze jetzt von innen mal angucken, hier kann man sehen, dass der Scheibenkleber auch überall so ein bisschen rausgekommen ist. Das heißt, da ist auch mehr als genug drunter. Dementsprechend haben wir da wieder die Stabilität drin. Ich möchte jetzt zu dem Thema, warum das passiert ist, mal was sagen. Also keiner sollte jetzt auf die Idee kommen, dass das halt von der Anlage kommt, weil die zu viel Druck hat oder sowas. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wenn ich da oben hier an der Kante diese Schweißnähte reinmache, das habe ich ja im vorherigen Video gezeigt, wie ich das mache, dass da Hitze reinkommt. Und dann gehe ich in der Regel bei und schneide die Scheibe einmal raus und klebe die neu wieder ein, weil man hat immer Schweißverzug, wenn man solche Materialien miteinander verschweißt. Das kann man nicht verhindern. Außerdem kommt die Hitze da rein und dadurch wird der Scheibenkleber an sich porös. Allein um diese ganzen Sachen, also das sorgt einfach dafür, dass Spannung auf die Scheibe kommt und dass die definitiv reißen wird. Das war bei meinem Auto so, das ist bei allen anderen Autos so gewesen. Das ist halt einfach ein Schritt, den man damit einplanen muss, die Scheibe einmal mindestens rauszunehmen. Wenn das Geld halt da ist, würde ich halt immer empfehlen, einfach eine neue reinzusetzen und einfach eine vernünftig neu verklebte Scheibe ohne Spannung einzubauen. Hier ist das jetzt halt nicht passiert. Das Merkwürdige hier ist tatsächlich, dass die Scheibe, das sind ja quasi zwei Glasscheiben aufeinander geklebt mit einer Klebeschicht dazwischen, dass diese Klebeschicht irgendwie porös geworden ist und dass die Scheiben sich voneinander entbunden haben. Sieht merkwürdig aus. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber das ist das Problem gewesen, warum die überhaupt kaputt gegangen ist. Also ist nicht die Anlage an sich schuld daran. Das ist halt einfach ein Schritt, der umgangen worden ist, halt um das Auto möglichst schnell fertig zu kriegen. Wir sind halt ein bisschen unter Zeitdruck, weil der halt zu unserem Treffen spielen sollte. Ist ein bisschen unglücklich passiert, das Ganze, aber wir können uns ja helfen damit. Jetzt kommen wir aber zu den Kollegen, die jetzt hinter mir sind. Einfach mal, um zu zeigen, was PJ aus dem Auto gemacht hat. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen grob verkabelt aus. Das liegt daran, weil wir jetzt erstmal am Testen sind und weil PJ mit Julian die Anlage erstmal einstellt und einspielt. Die Woofer sind nagelneu. Das waren mal XM18 von B2 Audio. Die sind komplett zerlegt worden. Der Korb ist, wie man hier sieht, halt lila gepulvert worden. Antrieb gereinigt. Da ist eine neue Spule drin. Die Woofer sind nagelneu aufgebaut worden. Speziell für dieses Gehäuse, für diesen Einsatzzweck. Jeder Woofer läuft dann an einer 13 kW. Wir haben hier unten LTO-Zellen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau wie viel, auf jeden Fall mehr als genug. Und für die Doorbots ist auch die ESX VX Pro 2000er pro Seite. Er hat das Dach, wie vorgesehen, eine Holzplatte drunter geschraubt, den Hohlraum ausgeschäumt, alles schön verspachtelt und hochglanzlackiert. Das ist einfach alles ein Vorteil, wenn man so ein Gehäuse baut, weil diese glatten Flächen, die absorbieren nichts und die reflektieren halt, und das ist ja genau das, was wir erzielen wollen. Glatte, nicht absorbierende Oberflächen. Das hat er einfach weitergeführt, hier auch. Das Gehäuse geht vernünftig, solide bis komplett an den Rand ran. Alles vernünftig verspachtelt und lackiert. Sieht jetzt halt ein bisschen dreckig aus, weil es noch im Aufbau ist. Aber alles in allem ist es das gewesen.
So, hier das Heck vom Auto. Hier kann man auch mal sehen, dass trotz dem Stahlgerippe die Deckplatte, die müsste mindestens 2, wenn nicht sogar 3 lang MPX sein, aber da ist eine Strebe in der Mitte mit so einer kleinen, niedlichen Hutmutter, um das Ganze möglichst stabil zu halten. Der Port hier mit Verstrebung bis ganz nach unten, das tiefe schwarze Loch, hier hinten noch unlackiert. Dass diese Sachen hier glatt und versiegelt sind, ist halt nicht ganz so notwendig, weil wir durch die Ausrichtung des Ports halt nach vorne spielen, aber hat halt optische Gründe. Hier hinten kann man vielleicht noch ein paar Aufkleber drauf machen. Ist auf jeden Fall, man sieht das Stahlgerippe nicht mehr. Ihr wisst, wie es vorher ausgesehen hat. Jetzt sieht es halt so aus, um euch das einfach mal zu zeigen. Frontsystem hat sich nach wie vor nicht geändert. Das war es jetzt eigentlich auch erst schon mal. Hauptbestandteil dieses Projektes war jetzt halt diesmal, dass die Scheibe neu muss für das Treffen, was jetzt nächste Woche kommt. Ich weiß nicht genau, wann ich dieses Video poste. Vielleicht war das Treffen auch schon. Einmal wieder up to date kommen, wie die Karre jetzt aussieht, wie der Stand der Dinge so ist. Wenn ihr Bock drauf habt, da mal einen kompletten Rundgang, wie das Auto sich jetzt wirklich entwickelt hat, wenn es dann fertig ist. Hier fehlen halt noch ein paar Verkleidungen, dass es mal sauber ist, dass es vernünftig eingepegelt ist. Und wenn das halt alles vernünftig eingestellt ist, ein paar Demo-Videos oder sowas, die kann ich halt dann entweder auf Instagram oder hier auf YouTube vielleicht mal zusammengeschnitten, dann nochmal ein bisschen hochladen. Ansonsten war es das erstmal für heute. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder sowas, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn ihr sonst noch irgendwelche Informationen zu diesem Projekt haben wollt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ansonsten, wisst ja, ein Like da lassen, ein bisschen abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das hilft mir. Dann sehe ich auch, dass ich das alles nicht umsonst mache, sondern dass euch das wenigstens Spaß macht, das ein bisschen zu verfolgen. Und ansonsten, Küsschen aufs Nüsschen, wir sehen uns. Easy, had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down.